Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part in Shrouded. Im letzten Part habe ich ja den zweiten Teil vom Dungeon geschafft. Gott sei Dank, ich habe ihn geschafft. Ich war so am Schwitzen, ob ich es überhaupt hinkriege. Aber ich habe es dann doch mit Bravour gemeistert. Und für den heutigen Part habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, dass wir mal die Flamme aufwerten und dass wir Richtung Norden gehen und gucken, was mich da so erwartet. Also dann, ich wünsche euch viel Spaß und let's go! So, dann sind wir wieder zurück in unserer schönen Base. Was ich vorab auch schon wieder gemacht habe, ist, die ganzen Mats zu farmen, die wir brauchen, um die Flamme zu stärken. Das ist hier. Also, wir können von Stufe 2 auf Stufe 3. Wir haben dann eine Altar-Aktivierungskapazität von 4 auf 6. Das sind ja, glaube ich, quasi einfach, dass wir zwei Altäre mehr dazu bekommen. Und unsere Miasma-Passierstufe steigt von 2 auf 3. Sprich, wir haben dann auch 7 Minuten Zeit im Miasma. Und der Charakter-Attributsboni oder die Charakter-Attributsboni steigen von 1 auf 2. Da weiß ich jetzt gerade nicht so genau, was das zu bedeuten hat. Schreibt mir das auf jeden Fall gern in die Kommentare. Und wie gesagt, wir haben alle Opfergaben, die wir dafür brauchen. Wachs hatte ich schon, Salz auch. Funken habe ich nochmal gefarmt. Miasmaholz habe ich gefarmt. Feuerstein habe ich gefarmt. Kohle hatte ich. Und den Plünderer Mutterkopf habe ich auch gefarmt. Das heißt, wir können jetzt zum ersten Mal die Flamme stärken. Und jetzt sind wir Flammenstufe 3. Ja, wunderbar, oder? Was ich auch noch im Off gemacht habe, war die letzten zwei Fragezeichenwurzeln hier zu holen. Das war zum einen die und zum anderen die hier. Das heißt, ich habe natürlich auch wieder mehr von den, wie heißt denn jetzt da gleich, naja, Fähigkeitspunkten. Und die will ich jetzt ausgeben. Ich habe schon mal geguckt und ich stelle mir halt jetzt die Frage, soll ich in die Richtung gehen? Weil erhöht den Giftwiderstand, der den erhaltenen Giftschaden um 20% reduziert und die Giftimmunität, die meine Giftresistenz um zusätzliche 10% erhöht und ich erhalte eine Chance von 25% Vergiftungen vollständig zu vermeiden, was ich nämlich auch überhaupt nicht schlecht finde. Dieses Bienenstich, ich weiß nicht, ob ich das brauche. Ich glaube tatsächlich nicht, deswegen würde ich das mal auslassen. Dann kann ich aber noch das hier freischalten, 15% Schaden mehr gegen Fernkampfgegner. Ich weiß halt auch nicht, ob das irgendwie sinnvoll ist. Vielleicht schalten wir das hier einfach mal frei. Und den Schlangenfresser. Ich denke, damit sollte ich eigentlich erstmal ganz gut bedient sein. Genau. Mein Inventar habe ich schon aufgeräumt. Übrigens, nochmal sorry an diejenigen von euch, die mir immer schreiben, ich soll mein Inventar aufräumen. Es ist einfach tatsächlich so, dass ich es manchmal verdaddel und deswegen halt dann immer wieder Sachen löschen muss und so weiter. Ich werde aber mein Bestes geben, dass ich es nicht mehr verdaddeln werde, nur so viel an dieser Stelle. Ich habe mir auch ein Altar mitgenommen und eine Werkbank, ein Bett und eben den Kamin. Das habe ich mir von dem Flammenaltar hier unten geholt. Ich habe jetzt den Altar mal gelassen, weil ich mir eben nicht sicher war, ob ich jetzt hier nochmal hinreisen muss, ob ich irgendwann nochmal in die Hallen rein muss oder nicht. Aber ja, genau. Also, ich würde halt sagen, dass wir zuerst hier in den Norden hochgehen. Das erscheint mir irgendwie sinnvoller, wie jetzt nach rechts zu laufen. Wobei wir ja hier auch noch die verborgenen Jagdgründe haben. Jetzt gucken wir doch einfach mal. Das heißt, ich schätze, hier ist ein Obelisk, wenn das da steht. Den setze ich mir mal als Wegpunkt. Und jetzt schauen wir mal, ausgeruht bin ich. Essen und Trinken habe ich dabei. Dietriche habe ich dabei. Pfeile habe ich auch genug. Aber ich kann ja eigentlich gleich schon mal essen und trinken. Das schadet ja nichts. Genau so. Da müsste ich eigentlich voll ausgerüstet sein. Was ich auch noch gemacht habe, ich habe noch mal mehr Tomatenpflänzchen hier angepflanzt, die kleinen Dinger. Und genau. Ja, aber das war's. Mehr habe ich im Off eigentlich nicht gemacht. So, wir müssen jetzt eigentlich einfach nur in die Richtung düsen. Beziehungsweise können wir ja hier hinten lang und dann einfach mal gucken, was da so auf mich zukommt. Was ist das hier?
Ach, Pflanzenfaser, das sah irgendwie gerade anders aus. Aber die nehmen wir mit. Aureolini oder wie auch immer die heißt. Was ist denn das für ein Gebäude? Ach, wisst ihr was? Wir können doch einfach... Oder nee, ich will nicht ins Miasma. Stimmt, die Tränke habe ich mir auch mitgenommen. Diese, damit ich mehr Zeit im Miasma habe. Oh, was ist das? Kamille. Das ist nicht schlecht. Das nehme ich gleich mal mit, wenn es hier schon so rumliegt. Gut. Dann entdecken wir nämlich auch wieder ein bisschen mehr von der Karte. Jetzt habe ich eh schon total viel da unten entdeckt. Den Flachs nehmen wir gleich mit. Hier ist auch nochmal Flexi. Flexi-Hexi. Da sind solche Blumen. Die können wir doch einfach mal kurz... Die haben, glaube ich, auch irgendwas verloren, was wichtig war. So, so treffen sie uns nämlich auch nicht. Das kommt mir ganz gelegen. Und hier ist noch die. Noch einmal. Super. Okidoki. Genau, die hatten den Giftsack. Und ich glaube, den habe ich für irgendwas gebraucht. Ich weiß aber nicht mehr für was. Okay. Haben wir das auch? Hier ist eine Knolle. Hier auch. Weiß ich jetzt zwar nicht, wofür man die braucht, aber macht ja nichts. Mitnehmen schadet nicht. Übrigens, diese ganzen Lecks, die man ab und zu sieht, oder was heißt die ganzen, ab und zu sieht man ja, dass es leckt, das habe ich tatsächlich erst seit dem letzten Update. Das hatte ich davor nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich versuche das immer so gut wie geht rauszuschneiden. Nehmen wir das noch mit hier, noch die ganzen Wurzeln. Und wo habe ich jetzt die Pflanze tot gemacht? Hier hinten, gell? Ja, da. Wir müssen da rauf, glaube ich. Jetzt schauen wir mal, ob man da hochlaufen kann. Ach ja, sieht gut aus. Sieht super aus. Oh. Ja, oder auch nicht. Egal, dafür Erdbeeren. Dann gehen wir halt hier hinten lang. Was ist das? Ach, einfach nur so ein einzelner Grashalm. Na gut. Guti, guti, gut. Hm. Da sind auch nochmal Erdbeeren. Da hinten sind Wildschweine. Die kenne ich auch schon. Machen wir mal das hier an. Hier sind voll viele Erdbeeren. Lohnt sich das, die alle mitzunehmen? Ich denke schon, oder? Komm, die sammeln wir auch noch kurz ein. Weil im Prinzip haben wir keinen Zeitdruck. So, dann muss ich aber eigentlich doch noch weiter hoch, oder nicht? Ah ja, in der Krypta waren wir schon. Ja, ich muss noch weiter hoch. Komme ich denn hier noch irgendwie weiter? Hm. Gute Frage. Ich denke, wenn ich einfach da lang gehe, oder? Weil wir sind von wo gekommen? Von da unten. Ja, gehen wir einfach da weiter. Das wird schon passen, denke ich. Zumindest die Richtung ist die richtige. Da haben wir irgendein Dörfchen. Das sind bestimmt wieder die Bösen. Die Bösen. Jetzt glauben wir aber erstmal Weizloh. Wir haben übrigens jetzt auch mehrere Community-Server. Unter anderem einen, in dem Weizloh hier komplett restauriert wird. Also falls ihr Bock habt, da irgendwie mitzuwurschteln, dann kommt gerne mal auf den Discord. Da findet ihr dann alle weiteren Infos dazu. So, jetzt will ich natürlich hier mal vorsichtig... Aha, schaut's mal, da oben steht nämlich zum Beispiel einer, der mich noch nicht gesehen hat, aber ich ihn. Hm, schon tot.
Kommen wir da irgendwie rauf? Ja, hier hinten ist so ein Haken. Okay. Wie machen wir weiter? Eigentlich will ich mich ja irgendwo raufstellen und gucken, ob ich noch irgendwo wen sehe. Da hinten läuft einer. Aber den treffe ich, glaube ich, nicht. Scheint auf jeden Fall ganz schön groß zu sein. Naja, gut. Oh, ja, genau. Ich springe runter und direkt in eine Falle rein. Alles klar. Okay, dann nehmen wir doch mal die Waffe. Solange ich keine Gegner in der Ferne sehen kann. Was haben wir denn hier? Da können wir auf jeden Fall rauf. Und hier ist eine Kiste. Ja. Die berühmten Schwarzpulverkugeln. Das hat wehgetan. Das war doof. Ist da jemand? Da ist auf jeden Fall eine Leiter. Was ist denn das hier für ein Ding? Da unten steht einer. Ist noch irgendwo einer? Da. Oha. Wo ist er? Hallo. Sag mal, ich bin jetzt deppert. Mann, bist du doof oder so? Jetzt hat. Und wo ist der Typ da? Okay. Gut. Dann kann ich, glaube ich, hier auch einfach wieder runter. Wo sind sie denn? Hier liegt er. Ich weiß gar nicht, wo ich lang gehen soll. Das ist alles so groß. Da hinten steht noch einer, aber da sind wir ja noch nicht. Hier ist der Typ. Bleiben wir mal hier am Anfang zuerst. Schutthaufen. Ich glaube nicht, dass da irgendwas ist. Dann gehen wir hier rein. Schließen die Tür aber hinter uns. So. Was gibt's hier zum Lesen? Das Gebräu gehört uns, Bruder. Bruder. Ey, Brate. Die Elixier-Destillerie läuft immer noch über von dem Zeug. Niemand wird bemerken, dass ich etwas genommen habe, oder? Komm rüber, lass uns trinken. Cheers, Samuel. Das ist ja ein Schlawiner, der Sammy. Klaut er einfach den Alk. Ja, gut. Dann war jetzt aber hier auch nicht viel. Hier drüben waren wir schon, dort waren wir schon drin. Was haben wir da? Hartholz. Habe ich Hartholz schon mal gesammelt? Ich weiß es nicht. Was ist denn hier? Schwarzpulverkugel. Schlau, schlau. Das ist aber echt immer ärgerlich, diese blöden Kugeln da immer. Okay. Oh Gott. Soll ich irgendwas dazu sagen? Es ist einfach so bescheuert. Oh, da kommt noch einer. Hilfe, wo bin ich eigentlich hergekommen? Tja, dann gehe ich jetzt nämlich hier rauf. Kommt der oder was tut der? Ich kann den nämlich von hier abschießen. Wo ist er denn? Ja, wo bist du denn? Er traut sich nicht, er traut sich nicht. Ich bin von da unten, genau.
Nee, ich glaube, ich will erstmal hier unten bleiben und erstmal in die Richtung weiterschauen, was hier so geht. Oh, da schießt jemand auf mich. Das hat ihm jetzt aber nichts ausgemacht, gell? Ich habe auch so die Befürchtung, dass es langsam dunkel wird. Das heißt auf jeden Fall, hier ist doch ein schöner Platz, um sich den Altar hinzustellen. Tun wir mal kurz hier hin. Gegner in der Nähe. Ach nö, ist doch gemein. Ist dann hier auch ein Gegner? Nö. Dann stellen wir ihn doch einfach mal dahin. Theoretisch könnte ich mir doch mein Bettchen dann einfach auch da herstellen. So, jetzt habe ich hier ein kleines Ding. Jetzt gehe ich mal kurz pennen und dann düsen wir kurz nach Hause. Dann mache ich mein Inventar leer. Genau, und dann porte ich mich wieder hierher zurück. Gut, sind wir also zurück. So, dann laufen wir mal hier lang. Ob sich da drunter was befindet? Ich glaube nicht. Okay, dann. Einmal hier rein. Aber hier ist auch nix, oder? Nö. Hier ist also auch tote Hose. Jetzt weiß ich nicht, wo soll ich denn lang gehen? Weiter rechts? Wie groß ist es denn noch? Ist das schon noch ein Stückchen? Weiter rechts oder einfach von Gebäude zu Gebäude. Oh, da ist auch einer. Grüß dich. Okay, da war einer. Jetzt will ich mal nur ganz kurz gucken, ob irgendwelcher neuer Stuff hier drinnen ist. Sieht mir jetzt aber nicht danach aus. Das heißt, ich glaube, es ist jetzt nicht schlimm, wenn ich das nicht mitloote. Wo ist er? Ach, da. Oh, da ist noch einer. Den können wir aber, wenn ich ihn treffen sollte. Ja, einwandfrei. Da hinten steht auch noch einer. Ja, cool. Super duper. Was haben wir hier? Wo geht's denn hier überall lang? Okay. Da ist eine Ratte, ich sehe sie ganz genau. Und hier haben wir eine Tür. Ich wollte eigentlich die zumachen und nicht die andere aufmachen. Hier ist ein ganz großer Stall auch wieder. Ja, sag mal, wie viele gibt es denn hier von euch? Okay, schauen wir uns erstmal in dem Haus um. Von da sind wir gekommen. Hier geht es einfach nur wieder raus. Alles klar. Machen wir hier zu. Hier oben ist nix.
Ist da etwas drunter? Ich denke nicht, wenn es hier in den Keller geht. Ganz vorsichtig ums Eck schauen. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Es war anscheinend mal ein Badezimmer. Vielleicht ist dann doch hier was drunter. Ich schau mal kurz nach, Leute. Also ich glaube nicht, dass hier was ist. Dann gehen wir mal darauf. Rauf. Hier ist eine Kiste. Und ein besserer Heiltrank. Das ist auf jeden Fall Guti. Okay. Dann waren wir hier drinnen. Irgendwer schießt mich an. Weiß zwar nicht von wo, aber wurscht. Hier leuchtet irgendwas Rotes. Was ist da? What is there? Komme ich da irgendwo hin? Ring der Habgier. Neue Geschichte. Das Miasma, das Elixier und der Elixierbrunnen. Schauen wir mal. Ring der Habgier. Minus 40 Mana-Punkte plus 3 Mana-Regeneration. Okay. Ist in dem Fall jetzt natürlich eher weniger was für mich als Bogenschütze. Aber haben oder nicht haben. Mein Gott. Sieht man auch nicht. Immer diese blöden Ratten. Ich schwöre, ich hasse sie. So, dann grabe ich mal den Haufen noch kurz weg. So, hier ist jetzt aber auch nichts drunter gewesen. Und da ist doch schon wieder eine Ratte. Ja, dich habe ich gesehen. Habe ich den umgebracht? Nee, ich glaube, das war die Ratte. Juhu, Schwarzpulverkugeln. That's all? Yep. Da ging es nicht raus? Nee. Okay, dann gehen wir hier durch. Und hier rechts. Da gehen wir später lang. Oder sollen wir gleich lang gehen? Ich habe halt keine Ahnung. I don't have any idea. Das sieht immer so aus, als könnte man es looten, das lilane Zeug, aber kann man halt nicht. Da kann man auf jeden Fall rein, so wie es ausschaut. Da ist aber nix. Oh, was ist hier? Da ist ein Haken, da geht's dann hoch. Das Ding ist, ich will aber zuerst tatsächlich hier. Ups, das war natürlich belastend. Hier noch die andere Seite durchgucken, also quasi hier die rechte, bevor ich irgendwas mache. Ach so, hier waren wir schon, ne? Ja. Naja, gut, okay, dann kann ich aber auch eigentlich darauf, ne? Dann kann ich auch darauf, beziehungsweise will ich ja eigentlich hier rauf. Da ist ein Ding, aber was hat mir das jetzt gebracht? Das weiß ich jetzt nicht. Was bringt mir dieses Ding? Von wo komme ich da wohin? Weil ich kann ja auch, wenn es darum geht, einfach mal hier hoch. Aber ich glaube nicht, dass das dafür gedacht ist, oder? Komme ich da rein? Ja. Na gut. Was steht denn da? Ich habe etwas knacken gehört. Früh morgens war ich an der Mühle. Sie knarrte ganz furchtbar. Ich schob so fest ich konnte, doch etwas blockierte sie. Zu meinem Entsetzen war irgendein Trottel hineingeklettert und liegt jetzt darin. Und liegt jetzt da, bekam
begraben unter Wurzeln, sein Körper geschwollen und aufgedunsen. Der Saft der Pflanze tropfte von seinen Lippen. Ich fischte heraus, was von ihm übrig war, und kehrte es noch vor dem Morgenläutern unter die Dielen der Mühle. Wenn das der Leiter der Hygieneabteilung erfährt, kann ich mich von meiner Prämie verabschieden. War das der Typ, den wir da gefunden haben mit dem Ring? Kann das sein? Hier sieht es auf jeden Fall cool aus. Die Dietriche habe ich mir übrigens beim Schmied gemacht, weil ihr da auch gemeint habt, dass das billiger wäre. Was es ja auch tatsächlich ist. Keine Ratten. Einwandfrei. Ja, dann. Was ist hier? Nichts. Da hätte ich auch raufgehen können. Irgendwie ist da einer. Ja, genau. Schnell! Ha. So, was haben wir denn jetzt hier? Da kommt man doch bestimmt... Ach, da ist auch schon wieder irgendwo einer. Ah ja, genau, hier wäre ich eigentlich... Hörst du auf? Irgend so ein Köter ist da auch noch. Wo ist er denn? Ist der in dem Käfig drin? Nee, sieht nur so aus. War ich denn hier drinne schon? Nö. Aber da ist anscheinend auch nichts. Okay, dann schauen wir weiter hier hinter. Es ist echt riesig hier. Da ist nichts. Das ist eine Sackgasse. Hier ist ein Brunnen. Nehmen wir mal ein bisschen Wasser mit. Ah ja, apropos, dann kann ich gleich wieder essen und trinken. Ich mache vorsichtshalber mal zu. Sicher ist sicher. So, hier kommt man raus. Auch schön, dieses Holz da, ne? Wow, Ratte! Ich habe sie mal wieder ausgesperrt. Das sind bestimmt noch mehr, oder? Nee, aber irgendwas grummelt da oben. Oh doch, da ist noch eine... Über mir kreucht und fleucht es. Naja, ich gehe jetzt sowieso mal da hoch. Und dann glaube ich hier hinten einfach mal raus, oder? War ich da oben schon? Ah, das geht ja noch bis da oben. Ja, okay, das ist quasi so ein Hinterausgang. Anscheinend. Na gut. Dann müssen wir ja jetzt noch eins weiter hoch. Ist da irgendwas dahinter? Ich glaube nicht. Ja, genau, dann laufen wir doch jetzt mal da lang. Unten ist aber auch noch Zeug. Mein Gott, hier ist so viel Kram, dass ich nicht weiß, wo ich zuerst hin soll.
vielleicht doch erst hier unten noch mal gucken. Ah, hier geht's wieder in den Keller. Verspult. Was sind das für... Oh, hier kann ich reparieren. Aha, jetzt bin ich hier. Mhm. Okay, die Tür habe ich natürlich nicht gesehen. Okay, alles klar. Das war ja mal wieder gemein. Oh, was ist hier für eine Gruft? Ist ja gruselig. Hier. Was gibt's denn hier Schönes? Oh. Hallo. Kriegt ihr mich hier? Oh no. Das war nicht geplant. Scheiße, hasse. Trinken wir doch mal ein Tränkchen. Ich bin aber jetzt nicht irgendwie ganz zufällig... Achso, Leute, Moment mal. Bevor ich jetzt hier weitergehe, hätte ich gern mal meine Fackel. Wo sind die jetzt? Da. Und sehe ich nichts. Ich bin aber jetzt hier nicht in irgendeinem Dungeon, oder? Da geht's auch noch mal runter. Kann ich hier rein? Ne? Schauen wir mal hier hin. Aber da ist nichts. Okay, da muss ich also doch noch mal runter. Hier ist aber nichts weiter. Oh, jetzt bin ich im Miasma sogar. Cool. Kehrte des Donners. Eine weitere Fernkampfwaffe. Ja, dann bin ich hier fertig, oder? Okay. Wo war der Ausgang? Da. Krasses Versteck hier unten so, ne? Ah, endlich bin ich wieder im Hellen. So, na gut. Ach, was willst du? Und du da oben so? Moment, wo kommst du her? Ach so, er war noch gar nicht tot. Ups, ich dachte eigentlich, ich hätte ihn erwischt. Naja, dann halt nicht, ne? Okay. Also, dann weiter hier. Ist hier irgendwas? Irgendwelche Ratten am Start? Sieht nicht so aus, ne? Truhen auch nicht. Oh, hi.
du hier? Also so furchteinflößend, dass man von mir weglaufen muss, bin ich dann auch nicht. Wo geht's hier lang? Hier geht's rauf. Da geht's auch rauf und das ist hier draußen. Nix. Das heißt, ich kann schon wieder eine Tomate vertilgen. Oder? Kupferpfeile. Okay. Ich möchte bitte die Waffe, danke. Ja, alles klar, dann waren wir jetzt dort. Da ist diese Brücke und hier ist, glaube ich, ja sonst nichts mehr, richtig? Ja. Das heißt, wir müssen jetzt dahinter irgendwie und da hinten hoch. Hier nämlich. Ist da auch wieder irgendwas, was auf mich wartet? So eine Plünderer-Mami oder so? War ich denn hier schon? Nö. Weil hier ist auch nichts Interessantes. Irgendwer schießt da schon wieder auf mich. Oh, etwas zu lesen. Bruder, selbst jetzt kann ich seine Kraft spüren, die mich durchströmt. Das Elixier ist ein Wunder. Ich fühle mich schon wie ein neuer Mensch. Überfallen wir heute Abend die Elixier-Destillerie. Die anderen werden nichts ahnen und wir werden das Elixier monatelang für uns haben. Wenn du mir gegenüber auch nur einen Funken Loyalität verspürst, dann komm um Mitternacht zu meinem geheimen Keller. Man sieht sich, Samuel. War jetzt der geheime Keller der wo ich schon drin war? Ach, Manno. Oder ist das der geheime Keller? Narren. Bruder, du verrätst mich also wie der Rest. Ihr seid alle Feiglinge. Ich werde meine eigenen Elixierbrunnen graben. Alles Elixier in Gluttal soll mein sein. Ich werde mich nicht länger auf die alten Wege und die alten Namen verlassen. Dies ist der Anbruch eines neuen Zeitalters. Das Zeitalter von Samet. Okay. Wenn er das so sieht. Kettenblitz haben wir gesammelt. Und hier kann man es auch öffnen. Und dann bin ich also hier, alles klar. Jetzt habe ich gerade Orientierung verloren. Ich glaube, ich muss nach da. Wo denn zuerst hin? Schauen wir nach da hinten. Hier ist also nichts. Oha, wie viele Dietriche man halt braucht, ne? Ich glaube, ich habe meine jetzt dann schon auch aufgebraucht. Was ist denn das? Lieber Oskar, du warst schon immer mein Lieblingsneffe, so jung und rüstig. Oh, Oskar, meine alten Knochen klappern. Ich kann mich kaum noch um die Farm Immergrün kümmern. Welch Schande, so weite Felder, reif und üppig, perfekt für einen jungen Recken wie dich. Ich überlasse dieses friedliche Gehöft deinen fürsorglichen Händen. War ich das schon? Da oben ist nix. Da war ich grad. Hier war ich noch nicht. Schon wieder ein Dietrich. Brauche ich dann für die Kiste auch noch einen? Nö. Oh, ein Jägerbogen. Cool.
Cool. Ist da wieder was? Öffnen. Aha. So. Einmal hier rauf. Also das ist bestimmt auch richtig schön, wenn das dann mal fertig restauriert ist. Oh, hallo. Und was hast du so gearbeitet? Sind das etwas Schwarzpulverkugel? Ja, tatsächlich. Na gut. Jetzt können wir hier rüber. Das müsste Lehm sein, gell? Ja. Und hier ist eine goldene Kiste und ein Blödmann. Und jetzt bin ich Stufe 11. Also kann ich gleich wieder 2 Punkte vergeben und habe einen Eiskernzauberstab. Und hier ist doch auch noch... Heute. Gehst du mal da auf hier jetzt. Bist du deppert? Machen wir es halt so. Coole Sache. Also das Zimmer nehme ich. Ach, da ist auch noch einer. Aber irgendwas habe ich gerade gesehen. Ach genau, das war das zum Reparieren. Das machen wir auch nochmal schnell. Und ich denke doch eigentlich, dass ich dann hier... Ach, jetzt habe ich keine Dietrich hier mehr. Ach so, jetzt bin ich einfach nur hier. Ich glaube, dass ich tatsächlich dann jetzt hier alles durch habe. Das heißt, ich muss einfach nur über die Brücke gehen. Wisst ihr, was wir dann machen? Jetzt warte mal. Da unten ist... Oh, das war so klar. Mein Gott. Ja, dann würde ich sagen, dass wir uns im nächsten Part wieder hier treffen und dann hier auch über die Brücke düsen. Ich glaube, das müssen wir wahrscheinlich so oder so, um hier hinzukommen. Aber dann werden wir in den nächsten Part auf jeden Fall das hier angehen. Habe jetzt natürlich mal wieder nicht damit gerechnet, dass hier plötzlich sowas Großes auftaucht. Aber ist dann eine längere Folge und wahrscheinlich auch schön für euch. Ja, und in dem Sinne beende ich natürlich das Video an dieser Stelle auch mal wieder. Denkt dran an den Code von EMP, den ich ja für euch extra erhalten habe. Ich habe nochmal alles in die Infobeschreibung. Ihr könnt auf jeden Fall richtig gut sparen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!